Willkommen hier zu einer weiteren Folge von Let's Collect Panini Euro 2020 Sticker der internationalen Serie. Die Euro ist offiziell vorbei, aber wir sammeln weiter, weil ich möchte dieses blaue Heft auf jeden Fall noch voll bekommen. Und es sieht schon gut aus und wir machen weiter, Jungs. Wir machen weiter, jeden Tag 5 Päckchen. Ich hab Bock, wir gehen rein. Erstes Pack für heute. Und ich hoffe einfach, dass kein Sticker doppelt ist, weil dann sieht es natürlich gut aus, dass wir relativ schnell das Heft voll bekommen, 414. Aber das ist ja auch bei dieser Sticker-Serie, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon irgendwie ganz, ganz mysteriös, wenn ich das mal so sagen kann. Weil, erinnert ihr euch an die Pearl Edition, dass ich da die letzten fehlenden Sticker einfach in 2-3 Päckchen bekommen habe, Vlasic? Und das kenne ich ja eigentlich so gar nicht. 607 kommt ganz hinten hin, haben wir Odstoyev und Schirkov. Zack, dann Canales und Pau Torres, 2 Spanier. Nicht direkt nebeneinander, 5v2, 5v13, das ist ja auch so meine Theorie, dass man das ab und zu bekommt, direkt 2 Sticker hintereinander. Hier haben wir einen Deutschen, dann Slowakei, 92, Dani Olmo, der nächste, und wieder 2 Spanier. Und guck mal, 5v3 und, ja, guck mal, jetzt haben wir hier 2 hintereinander. Jetzt haben wir 2 hintereinander. Nächstes Pack. Und das kurioserweise 2 Pack, also direkt hintereinander. Pack 1 haben wir 5v2, Pack 2 5v3, so, ne? Und hier wieder 3 Duo-Sticker, Alter. Wie viele Duo-Sticker ziehen wir denn heute? Was ist da denn los? Was ist da denn los? Dann haben wir noch die 258 und das nächste Shiny, das nächste Logo von der Slowakei. Letztes Pack. Letztes Pack. Thilo Kehrer, Sevcik, Vytra, Makarenko und Leonardo Bonucci. Zack. Dann kommt der dahin und die 584. Und dann schauen wir mal, ob wir, ja, am wahrscheinlichsten ist, dass es halt von den Duo-Stickern irgendwie ein Sticker am Start ist, der doppelt ist, so. Aber das weiß ich jetzt noch nicht, das werden wir jetzt gleich sehen, ob es wirklich so ist. So, dann haben wir die 12. Damit starten wir und damit starten wir somit mit den Italienern, die schon ganz gut, ja, dastehen, sage ich mal. Leonardo Bonucci, einer der besten Verteidiger mit Giorgio Chiellini, der da direkt auch natürlich darunter ist. Aber den müssen wir nicht einkleben, weil wir den schon drin haben. Dann Aaron Ramsey mit Harry Wilson von den Walisern. Dann machen wir einen kleinen Sprung nach vorne zu den Belgiern. Und ein Glück habe ich die beiden noch nicht, die beiden Brüder Eden Hazard. Ich fand das Meme witzig. Hazard und, also Hazard-Meme. Es gibt ja noch einen weiteren Hazard, der aber halt nicht dabei ist. Und der muss sich auch fühlen, ne? Seine Brüder sind einfach bei der Euro und er sitzt zu Hause auf der Couch. Ja, moin. Toivio. Warum ist der Bruder nämlich auch Fußballer? Das muss man halt mit erwähnen. Odstoyev. Ansonsten wäre es ja klar, wenn der Dachdecker ist, dann macht es ja Sinn, dass er nicht bei der Euro dabei ist. So, Juri Tschirkov. Aber er ist halt auch Fußballer. Eine ganze Fußballerfamilie. Die Hazards. Tim Krull, der zweite Keeper. Der Holländer. Dann noch Denzel Dumfries, der ja auch sehr überzeugt hat aus meiner Sicht. Aber ich fand ihn schon vorher gut. Ich habe ja eine Eindhoven-FIFA-Karriere. Und da ist Denzel Dumfries eine absolute Maschine. Eine absolute Maschine, was mache ich hier? 298, ich wollte schon sagen. Mosliu. Und daneben ist es Dimitrivski. Der Keeper der Nordmazedonier. So, ja, fast hätte ich wieder die Ukrainer übersprungen. Das mache ich irgendwie gefühlt jedes Mal. Makarenko ist es. Makarenko. Dann die 346. Springen wir zu den Kroaten. 346 fehlt uns auch noch. Also es läuft mal wieder wie geschmiert hier. Keine doppelten Sticker. Ich kann alle einkleben. Besser geht's doch nicht. Besser geht es doch wohl nicht. Marcelo Brozovic und Mateo Kovacic. Zack, beide drin. Dann
Auch beide. Auch beide. Das ist Petre Cevcik und Matej Wydra. Matej Wydra auch drin. So, dann die 385. Das ist das England-Logo. Und die Engländer sind ja sowieso Maschallah dabei. Aber ein Porträtsticker hatte ich heute nicht. Pickford, Pope und Declan Rice sind es nur noch. Die hier nicht von den Engländern am Start sind. Tierney. Wir machen die eine Seite der Schotten vollständig. Und Wayne Christie. Dann die 500. Oh, wir machen die Schotten komplett. Also zumindest die Duo-Sticker der Schotten. Wir machen die Duo-Sticker der Schotten einfach komplett Rino. Scott McTominay. Und dann auch noch hier. Ach, gar nicht wahr. Ey, ich habe einen Zahlendreher. 504, 417 und 41. Ja, moin. Das ist die Slowakei. Wir machen es doch nicht vollständig, Jungs. Fehlalarm. Fehlalarm. Fail. Fail, fail, fail. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Rusniak und Bozniak. Zack. So, dann haben wir das nächste Shiny. Das Logo von der Slowakei. Dann die 495, das ist David De Gea, der nicht gespielt hat, weil Unai Simon vor ihm dran war. Und er hat es nicht schlecht gemacht, klar, Fehler kann man immer haben, aber ich finde trotzdem, er hat nicht schlecht gehalten. So, Canales und neben ihm Dani Olmo und dann sogar noch unten Ferran Torres. Also die Spanier haben heute einige Lücken geschlossen in einer Folge. Das ist nice. Ferran Torres. Ja, aufpassen. Zack. Dann 579 habe ich auch noch nicht. Bei dem Sticker dachte ich echt, ich habe den schon, ne? Bei dem Duo-Sticker der deutschen Serge Gnabry. Und vorne drin Timo. Ehrenbruder Timo Abi. Timo Werner. So, und die letzten Sticker. Einmal noch von der deutschen Nationalmannschaft Thilo Kehrer. Endlich auch mal wieder ein Porträtsticker der DFB 11. Und ganz hinten ist es von den Ungarn Hangia. Hangia, Silvester Hangia. Zack, kein Sticker doppelt heute. Kein Sticker doppelt, 25 Sticker ausgepackt, 25 Sticker konnte ich einkleben. Wunderbarski, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns logischerweise beim nächsten Video wieder hier auf meinem Kanal. Ich bin raus und haut rein. Tschüss.